Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich meinen Film hier vorstellen darf. Auch eben genau nach der entsprechend der Frage, wie ist es denn, ein Porträt über einen herausragenden Künstler zu drehen? Und da stellt sich auch die erste Frage, warum Ilja und Emilia Kabakov? Also mein Ausgangspunkt war auch tatsächlich der Ilja Kabakov. Das ist der Name, den man kennt, wenn man ihn kennt. Mich hat quasi der Affe gebissen, wie man das so schön beschreiben kann, ganz kurz zusammengefasst. Ich kannte sein Werk schon, war im Kino, habe irgendwas gesehen, woran ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern kann, kam aus dem Kino und habe dann gedacht, ach, ich würde wahnsinnig gerne einen langen Kinodokumentarfilm über Ilja Kabakov drehen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal komme ich aus dem Ostteil Europas. Also ich bin in der DDR aufgewachsen, habe da Theaterwissenschaft studiert, am Deutschen Theater in Berlin gearbeitet und mit dem Fall der Mauer war sozusagen alles in Luft aufgelöst, mein Vertrag und alles. Und das hat mich zum Dokumentarfilm gewirbelt, weil das, warum ich in der DDR Theater gemacht habe, war, sich kritisch zur Gesellschaft zu verhalten und mit Biografien und Schicksalen von Menschen sich auseinanderzusetzen. Und jedenfalls kam das zusammen und ich finde, Ilja in seinen Werken hat genau das wahnsinnig gut zum Ausdruck gebracht, was man heute nicht mehr erzählen kann. Also meine eigene biografische Erfahrung, persönliche Erfahrung ist die, dass gerade in den ersten Jahren nach der Wende es ganz oft hieß, na, ihr müsst jetzt alle so überglücklich sein, die Diktatur ist überwunden, wie schlecht es euch doch ging und so. Aber es gab auch Kunst und Kultur. Also ich will jetzt gar nicht zu gut reden oder so, aber es gab auch Kunst und Kultur. Und das war ein Grund, weshalb mich eben dieser spezielle Affe gebissen hat. Und ich dachte, wenn ich einen Film mache über Ilja Kabakov und seine sehr spezifische Biografie und diese wahnsinnig tolle Kunst, die beschreibt, wie man unglücklichste Außenumstände, das Leben in der Diktatur, das Leben in Armut mit der Hilfe von Fantasie überwinden kann, das wäre grandios. Und das hat mich 7 Jahre meines Lebens begleitet. In der Recherche habe ich dann erfahren, dass das so einfach gar nicht mehr ist mit Ilja Kabakov, sondern dass es schon sein müsste, Ilja und Emilia Kabakov, weil man kann Kabakov sowieso nur treffen, wenn man Emilia überzeugt hat. Vorher gibt es gar kein Gespräch mit ihm, überhaupt nicht. Ilja und Emilia haben eine unglaublich komplexe, lange, umfangreiche Biografie und noch dazu gibt es ungefähr 250 Installationen, mindestens genauso viele Gemälde, 20 Alben und die Frage war dann eben, wie kann man Biografie und Werk, wie kann ich Biografie und Werk, Leben und Kunst miteinander verbinden, um tatsächlich eine filmische Erzählung zusammenzubringen und das stellte mich vor die nächste Herausforderung, nämlich die Frage, wie kann ich ein Konzept für einen Film über ein Konzeptkünstlerpaar so überzeugend entwickeln, A, dass die mir genehmigen, einen Film über sie zu machen, mir eine Audienz erweisen, um es zugespitzt zu formulieren, und ich aber auch Menschen überzeugen kann, die eben die Förderung und auch die Förderung mitentscheiden und in den Sendern sitzen, weil obwohl Ilja Kabakov zu den noch lebenden 10 bedeutendsten Gegenwartskünstlern der Welt gehört, haben mich, sagen wir mal, 9 von 10 Produzenten gefragt, wer ist denn das? Und in den Sendeanstalten war der Durchschnitt wenig besser. Genau. Die Frage, die sich dann gestellt hat, also wie sortieren wir Leben und Werk? Wie ist das, wird es möglich, quasi auch die Methode Kabakovs zu nutzen, nämlich die Grenze durchlässig zu machen zwischen dem, was ist biografisch und persönlich? Und was ist die Abstraktion davon? Und das hat mich sehr fasziniert an dem Werk von Kabakov, dass er immer mit der eigenen Biografie spielt. Ganz viele Menschen annehmen, das ist absolut bestimmt seine Biografie. Und genau die Werke, wie nämlich Rosenthal, eine Ausstellung, eine Installation, die sehr biografisch ist, angenommen wird
oder gesehen wird, als sei sie von einem anderen Künstler. Also Kabakov ist ein postmoderner Konzeptkünstler, hat in Moskau die Konzeptkunst begründet, und für uns stellte sich jetzt die Frage, wie machen wir das klar, auch dass es jetzt kein, sagen wir mal, faktisches Feature über einen Künstler und seine Biografie ist. Und so kam die Entscheidung für den Einstieg zustande, den ich Ihnen jetzt gerne zeigen wollen würde. Die Fliege ist tatsächlich eines der wichtigen Motive, metaphorisch gesehen, und die Fliege bestimmt die erste Hälfte des Films, und die zweite Hälfte des Films haben wir es eher mit Engeln zu tun. Die Frage ist natürlich also, wie stellt man einen Kontakt her, wenn man mit jemandem einen Film drehen möchte? Das war ein bisschen abenteuerlich. Weil die haben eine super tolle Webseite, da steht aber keine Kontaktadresse drauf, keine E-Mail-Anschrift, keine Telefonnummer, nichts. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht genau, wo auf dieser Welt sie leben, und habe dann über 5 Ecken und ein interessantes Prozedere Kontakt zu Emilia bekommen, habe die beiden dann kurz in Berlin treffen können während eines Ausstellungsaufbaus. Da wurde ich gebeten, vorher 2 Filme von uns den Abend vorher beim Pförtner abzugeben im Gropiusbau. Die haben sie sich angeguckt, dann konnte ich anrufen, und da wurde mir gesagt, dass wir uns gerne treffen können. Und danach wurde es einfacher, nicht unkompliziert, aber einfacher. Das größte Problem war, dass sie zwischenzeitlich Begegnungen mit so Journalisten von Fernsehmagazinen hatten, und Emilia gesagt hat, wir sehen jedes Mal aus, als seien wir gerade frisch aus dem Sarg geholt, und das dürfte auf gar keinen Fall passieren. Deswegen die Frage, dass wir vorher Arbeiten von uns zeigen mussten, bevor sie überhaupt zugestimmt haben, dass wir über das Filmprojekt reden können. Danach ging es dann ganz gut zügig weiter, bis sie das nächste Mal auf Fernsehteams gestoßen sind. Das war dann jedes Mal der neue Ansatz, das Vertrauen wiederherzustellen. Natürlich war es enorm wichtig, sofort vor der Antragstellung diesen Letter of Intent zu bekommen, wo drin stand, dass sie A, bereit sind, dass wir mit ihnen drehen dürfen, dass wir ins Atelier rein dürfen, dass wir auch sämtliche Werke, vor denen sie zufällig zu stehen bekommen oder an denen Ilja gerade arbeitet, auch im Film zeigen dürfen. Das haben wir dann bekommen, auch durchaus ganz unkompliziert. Das Vertrauensverhältnis wurde dann nochmal stärker etabliert, indem wir eingeladen wurden, von den Kabakovs ins Atelier zu kommen und während einer Präsentation schon mal zu drehen und 3 Tage mit ihnen zu verbringen, bevor eigentlich alles in Sack und Tüten war, um zu schauen, ob das denn funktioniert. Also das, was Sie vorhin beschrieben haben bei dem Gerhard-Richter-Film, also wann kann man im Atelier sein, wie kann man sich ins Verhältnis setzen, das war eine Frage, die da auch ganz am Anfang natürlich gestellt wurde. Und eine zweite Frage, die für Ilja enorm wichtig war, war die, ob wir denn auch nicht die Lichtverhältnisse in seinen Installationen verändern würden. Das waren wohl Erfahrungen, die sie auch gemacht haben, abgesehen von dem Grünaussehen, dass ganz oft, wenn über eine Ausstellung berichtet wurde, die Installation anders ausgeleuchtet wurde und deswegen eine andere Anmutung bekommen hat. Und Nils hatte echt zu tun, weil die Beleuchtung immer absolut an der Grenze dessen war, durch die technische Prüfung bei den Sendern durchging. Und wir haben eine Annäherung gefunden, und das war dann der Vorteil, digital zu drehen, dass Ilja am Abend sich die Materialien angucken konnte und gesagt hat, das ist in Ordnung, so können wir weiterarbeiten. Und wir dürfen also diesen Film machen. Und für mich eben sehr interessant und vielleicht für Sie auch im Unterschied zu den Künstlern, die gerade vorhin beschrieben wurden, insbesondere zu der Arbeit am Gerhard-Richter-Film, ist die Tatsache, dass Ilja Kabakov eben, weil er einer der Konzeptkünstler ist, wirklich ganz absolut klar ist, ganz genau weiß, wann er was will, welches Detail wofür steht, bis in den kleinsten Stein
die Installation durchplant und wer ihn kennt, weiß, dass er mit Boris Groys sozusagen ein ganz enges Team bildet und die beiden auch gemeinsam Bücher veröffentlicht haben. Also Ilya Kabakov ist jemand, der sehr philosophisch denkt und das auch zum Ausdruck bringt. Und ich habe jetzt einen Ausschnitt gewählt aus dem Film, der relativ in der Mitte ist und eines seiner zentralen Werke beschreibt. Und dieser Ausschnitt steht sozusagen symptomatisch dafür und gibt einen Einblick, wie Kabakov arbeitet und aber auch kann vielleicht ein bisschen auch die Atmosphäre vermitteln, wie wir zusammenarbeiten konnten. Das war einerseits ganz amüsant und andererseits fürs Team nicht immer einfach, weil ich konnte Ilja auf Deutsch fragen, so viel konnte er Deutsch gut verstehen und er hat mir auf Russisch geantwortet, was dann außer mir und ihm und Emilia keiner mehr im Raum verstanden hat. Das war sozusagen nochmal eine stärkere Herausforderung, auch für Kamera und Ton, dann quasi eine Situation zu filmen, in der nur quasi die Regisseurin und der Protagonist wussten, worüber wir gerade reden. Ich glaube, daran kann man ganz gut sehen, erstens, wie erzählerisch das Werk von Ilja und eben im Spätwerk auch von Ilja und Emilia einerseits ist und zum anderen auch, wie wunderbar Kabakov dann auch tatsächlich seine konzeptionellen Überlegungen für die jeweilige Installation und auch die Details in der Installation erklären kann. Also das letzte Bild, was er hier beschrieben hat, das ist in dieser Installation hier hinten, ne? Also der zentrale Blickfang in der Installation, der Mann, der in den Kosmos flog, ist eben dieses Bild, wo der Spassky-Turm abhebt, um ins Weltall zu fliegen. Und das, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir eingeladen waren, eben eine Präsentation, eine erste Vorstellung im Atelier zu begleiten und zu drehen, bevor alles vertraglich geregelt und der gesamte Film finanziert war, gab uns ein ganz wunderbares Strukturelement, weil wir konnten eben dabei sein, als Ilja diese Skizze dort links oben gezeichnet hat und dann der Kurator der Biennale in Venedig kam, dem er sein Projekt vorgestellt hat. Und wir haben dann glücklicherweise über mehrere Zufälle, weil auch nicht alles planbar war, trotz der Tatsache, dass es sich um einen Konzeptkünstler handelt, haben wir verschiedene Stufen der Entwicklung dieser Installation doch mit begleiten können. Und so war uns das gegeben, quasi in einem relativ offenen, postmodernen, könnte man schon fast sagen, strukturierten Film, ein narratives Element zu haben, was sich mit unserer eigenen Körpererfahrung, Zeiterfahrung verbindet, nämlich die Entstehung der utopischen Stadt bis zur Eröffnung. Und konnten so eben Zeitsprünge in die verschiedenen Installationen zurück in die Biografie und so, glaube ich, ganz gut abfangen und eben da auch sehen an dieser einen bestimmten Installation, wie sich diese utopische Stadt entwickelt hat. Und als dritten Ausschnitt würde ich Ihnen gerne zeigen, wie die quasi zu ihrer Vollendung kommt, wenn ich das richtig ausgesucht habe. Das wäre der nächste Ausschnitt. Also die utopische Stadt ist übrigens ein Projekt, was er hier auf der Zeche Zollverein schon mal geplant hatte, aber dann nicht ausführen konnte. Aber man kann den Pavillon der Projekte sich anschauen, wenn Sie Lust und Zeit haben nach dem Film. Am Wochenende, nicht heute. Ne? Heute finden ja noch interessante Sachen statt, aber am Wochenende könnten Sie Kabakovs Palast der Projekte sich anschauen gehen. Ein weiteres wichtiges Strukturelement, also das, jetzt ging es ja eher um Strukturen, ein wichtiges Element, was auch für das Verständnis seiner Arbeiten, seiner Biografie unglaublich wichtig ist, ist die bewohnte Toilette, die auf der Documenta mal hier aufgebaut war und wir jetzt dann zu den Dreharbeiten in der Rekonstruktion oder einem Neuaufbau, als seine Retrospektive in Moskau gezeigt wurde, drehen konnten.
Diese Installation war für mich enorm wichtig. Also es gab drei wichtige Installationen, wo ich gesagt habe, die müssen auf jeden Fall unbedingt dabei sein. Dazu gehörte diese bewohnte Toilette und dann das Leben der Fliegen auf jeden Fall, weil die eben aus meiner Sicht genau das Biografische auch transportiert haben. Und die bewohnte Toilette ist verbunden mit der Geschichte seiner Mutter. Da zeige ich jetzt keinen Ausschnitt, weil es sonst zu lange würde. Das ist quasi der Moment, den wir in die Mitte des Films gebaut haben. Ich hatte auch, bevor wir angefangen haben zu drehen, mir eine 5-Akt-Struktur zurechtgelegt, wohlwissend natürlich, dass während der Dreharbeiten einiges anders kommt, als man sich das vorher denken kann. Aber nichtsdestotrotz, bei so einer komplexen Geschichte hatte ich mir gedacht, dass das vielleicht hilfreich sein könnte, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Und diese Installation, wie gesagt, war enorm wichtig, weil da wird in der Metapher quasi werden die Lebensbedingungen beschrieben, unter denen er auch gelebt hat. Er wird da auch zwischendrin sehr persönlich auch und sagt, so seine Mutter steckt quasi in allen Projekten aufgrund der Tatsache, was sie für ihn alles aufgegeben hat und was das für einen Einfluss für ihr Leben hatte. Und wunderbarerweise, manchmal steht einem ja jemand bei den Dreharbeiten, wunderbarerweise hat es geregnet, in die Installation reingeregnet. Ilja musste sich darum kümmern, dass endlich jemand dieses Dach zumacht, bevor alles irgendwie eingeregnet ist. Und in dem Ausschnitt, den wir dann drehen konnten, sieht man Emilia eben nicht nur als Begleiterin oder Gesprächspartnerin, sondern sie deckt den Tisch, sie richtet die Installation ein. Also sie ist eben nicht nur die Frau, die alles nach außen vermittelt und weil sie eben mal Kunsthändlerin war und schon viel früher in die USA gegangen ist als Ilja. Sie haben sich da nämlich wieder getroffen. Das war für mich ein ganz wunderbares Moment, auch noch einzuflechten, dass es noch eine Liebesgeschichte gab am Rande. Jedenfalls hat Emilia dort die Einrichtung der Installation übernommen und wir konnten auch endlich zeigen, dass diese Bezeichnung, dass es die Kunst von Ilja und Emilia Kabakov ist, durchaus berechtigt ist. Und zur Liebesgeschichte vielleicht noch, die haben sich gekannt als Teenager, waren ineinander verliebt. Emilias Familie musste die Sowjetunion verlassen. Die sind nach Israel gegangen und dann in die USA. Und Ilja ist auf sehr abenteuerliche Weise Mitte der 80er Jahre auch aus der Sowjetunion raus. Also gar nicht abenteuerlich, sondern er macht sich sehr lustig drüber im Interview, sagt, also ich bin eigentlich auf Dienstreise gegangen und nie wiedergekommen, also zu einer Ausstellung und dann die nächste Ausstellung und so weiter. Und seine erste Ausstellung in New York, da haben sie sich dann wieder getroffen. Und seitdem leben und arbeiten sie zusammen. Also das abschließende Gespräch, wo wir jetzt quasi die letzten Sätze gehört haben, da drehte es sich darum, also eigentlich kamen wir zurück zur Rakete und er sagt, also heute sind die Kathedralen wie Raketen und die Leute gehen da rein, um sich gegenseitig zu knipsen und das hat gar nichts mehr mit einer Religiosität oder einer Besinnung oder auch nur auf sich selber zu besinnen oder die Kunst anzuschauen zu tun. Und das war der Ausgangspunkt, wo die beiden sich über Ikonen und Kunst und seine Kunst von heute unterhalten haben. Und dann eben wird auch deutlich in den im letzten Abschnitt und mit den letzten Werken, die er gestaltet hat, dass jemand, der schon ein bisschen älter ist und ein Werk und ein Leben hinter sich hat, durchaus überlegt, also womit verabschiede ich mich? Gibt es ein Nachher? Wohin führt uns das? Und da kommen die Engel immer stärker zum Ausdruck. Es gibt verschiedene motivische Situationen, die wir versucht haben, auch durch den Film immer wieder aufzugreifen und in der Variante wieder nutzbar zu machen, wie eben die Rakete, die ein wichtiges Moment darstellt. Genau. Vielleicht zu der Stimme noch, also warum keine Untertitel, sondern jemanden, der quasi spricht. Das war relativ schnell eine Entscheidung, weil eben wenn man, die meisten von Ihnen euch wissen es, wenn man Untertitel macht, muss man verkürzen. Es gibt auch die Erfahrung, dass der eine oder die andere vielleicht doch nicht mehr genau hingucken kann, wenn man lesen soll.
Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass es einen Overvoice gibt, also eine Synchronstimme. Und in dem Fall hatte ich das große Glück, dass Otto Mellies bereit war, Ilja Kabakov zu sprechen. Otto Mellies ist derjenige, der in der DEFA-Stalker-Version den Wissenschaftler spricht. Also jemand, der für Menschen, die auch vielleicht nur unbewusst Stimmen erinnern, mit was verknüpft ist, was vielleicht auch in dem Film mitschwingen kann. Also sie sind gleich alt und Mellies war so freundlich und hat das für ihn niedrigste Honorar gemacht, was wir gerade im Budget hatten. Und Otto Mellies kenne ich seit meiner Assistentenzeit im Deutschen Theater. Der spricht aber auch zum Beispiel Nixon im Spielfilm, spricht ganz viel Arthur. Sie sehen ihn dann und wann im Tatort. Und da war ich total happy, dass er gesagt hat, für diesen Film macht er das. Ich habe noch eine Frage, Kerstin. Mir hat jetzt, also ich habe den Film ja vorher auch gesehen und du hast jetzt, finde ich, ein drittes Strukturelement überhaupt nicht genannt, was den Film aber stark prägt, nämlich, dass du das, was Kabakov in seinen Installationen zeigt, das sind ja verarbeitete, umgeformte, konzeptuell gedachte, konzeptuell umgedachte Erfahrungen, aber aus seinem sozialistischen Alltag. Und du gehst ja mit der Kamera daher, oder Nils Bohlbrinker geht mit der Kamera daher und unternimmt sozusagen Exkursionen in den postsozialistischen Alltag und zeigt noch diese Relikte, die es noch gibt. Wobei du mir gesagt hast, man musste unheimlich suchen, um noch Gemeinschaftsküchen zu finden. Aber es gibt natürlich noch die heroischen Fresken in den U-Bahnen mit Astronauten und Raumfahrern und Helden des Alltags und so weiter. Das sind ja alles so Elemente, die dann eben auch in den Werken von Kabakov eine Rolle spielen. Also, und ich fand diese Parallelmontage, fand ich eigentlich das Spannende, dass du sozusagen nochmal in die Wirklichkeit, in Anführungsstrichen, Wirklichkeit zurückgehst und versuchst sozusagen das, was er konzeptuell denkt und was ja irgendwas in den Menschen anrührt, sonst wäre das nicht interessant. Also ja, mir ist auch aufgefallen, dass er als Konzeptkünstler unglaublich viel reden muss über die Kunst. Also die Konzeptkunst ist eine Kunst, wo immer ganz viele Worte dazu müssen. Also im Gegensatz zu Richter, den man beobachten kann, wie er malt. Genau. Also das gibt dann andere Filme. Aber mir hat dann sozusagen dieses dritte Element. Ja, danke, dass du das erwähnst. Das war total wichtig, weil ich habe da auch ganz viel Recherche drauf verwandt, um rauszufinden, welche Orte kann man denn noch finden, welche Orte entsprechen ungefähr dem, was er verarbeitet in seinen Installationen. Das hat mit meiner Einleitung vorhin zu tun. Also wie kann man etwas sichtbar machen, was so nicht mehr da ist, ja, ohne es über Reenactment oder sowas im Studio wiederherstellen zu müssen. Und das war eben auch Teil dieser ästhetischen Überlegung, wo ich uns beide quasi mitgetriezt habe, Nils wie auch mich, in der Motivsuche. Und wir hatten eine sehr tolle Aufnahmeleiterin für Moskau, die uns in der Suche unterstützt hat. Und Nina und ich, wir waren 3 Tage vorher da, bevor Nils Bohlbrinker und Manfred Herold ankamen fürs Drehen und sind quer durch Moskau gedüst, um eben genau diese Motive auch zu finden und festzumachen. Und das war quasi das, was ich am Anfang beschrieben hatte, was ich interessant fand. Also wie ich quasi die Methode Kabakovs ist fließend zu machen, was ist biografisch, was ist real und wo fängt die Kunst an, wo fängt die Wirklichkeit an, dass man da einen Moment gucken muss, um das festzustellen. Also es gibt so Situationen, wo ich hoffe, dass es so diesen Verzögerungsmoment gibt, bis man merkt, ich bin gar nicht mehr in der Installation, sondern tatsächlich in der postsozialistischen Wirklichkeit in Moskau oder wo auch immer. Und das hat natürlich auch großen Spaß gemacht. Also, ja, danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Das hat aber mir sozusagen das Unbehagen von Emilia zugezogen, die gesagt hat, das ist ja aber ein ethnografischer Film, gar kein Porträt. Ich habe aber auch noch was anderes vergessen. Ich wollte unbedingt eigentlich sagen, dass Kerstin Stutterheim einen sehr interessanten Blog betreibt, zusammen mit Christine Lang, Kino Glatz, GLAZ, kino-glatz.de. Da stehen
demnächst dann auch, steht dann auch ein Text zu diesem Symposium drin, wie ich erfahren habe, was auch schön ist.